Genau. Oh, es geht schon los. Alright. Los geht's hier. Erste Begegnung hat Linotox gewonnen. Knappes Ding auch gewesen. Ja, ja. 2-3 war das. Und deswegen können wir gespannt sein. Vielleicht hat Beißel hier nochmal adaptieren können in den letzten Matches und kommt jetzt nochmal zurück. Auf jeden Fall wird das ein sehr spannendes Set. Ja. Oh, schöner Read hier. Beißel hat etwas Mewtwo-Erfahrung, weil DNL den eine Zeit lang gespielt hat. Aber das war einfach nicht dieses Level, ne? Also Linotox ist halt nochmal ein anderes Level gerade. Ja, Linotox ist ein wahnsinnig erfahrener Mewtwo-Spieler, definitiv. Und Mewtwo auch ein Charakter, den man nicht allzu viel sieht. Und tschüss. Und, oh, da verpasst er. Ich glaube, er hat versucht zu walljumpen. Ich weiß nicht, was er versucht hat, aber er ist auf jeden Fall gestorben. Gut möglich, ja. Vielleicht hätte er mit dem Air-Dodge da noch irgendwie rankommen können. Das war auf jeden Fall ein ärgerlicher SD. So, jetzt mal gucken. Also, an sich ist Mewtwo mit seinem Rushdown-Moveset so ganz gut gegen Dakan, würde ich sagen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass er eine extrem große Hitbox hat. Und das ist gerade gegen und die Dose sehr trifft. Schlecht. Ja. Und schön wieder hier annähernd auf Even gebracht. Okay, hier kleine Combo direkt an den Anfang. Ja, Beißel ein sehr kombostarker Dakan-Spieler, definitiv. Muss aber hier auch aufpassen mit der Dose. Oh. Oh. Oh, oh, schöne Combo. Oh, ich weiß nicht, was das war. Er wollte vielleicht. Ah, oder er wollte die Abbiegung woanders hinlenken einfach. Da wollte er ihn noch in die Disc werfen, aber sie ist vorher schon verschwunden. Aber schön aufgeholt hier mit der Nähe runtergegangen. Und wir sind wieder im Neutral. Linotox jetzt offstage. Oh, oh, der Side Smash. Kein Punish, jetzt wartet er ab. Der wird trotzdem getroffen, nach all der Zeit. Ja, das ist das Interessante an der, naja, an der Dose und an der Frisbee, ne? Also du kannst das Zeug einfach liegen lassen. Und ein paar Sekunden später erst zünden und ja, also das gibt ja auf jeden Fall einiges an Möglichkeiten, auch an Kombo-Möglichkeiten. Definitiv. Oh, knapp. Also Beißel spielt Duck Hunt ja tatsächlich nicht seit gestern. Nee. Und weil wir auch so in einer Clique sind, spielen wir öfter. Oh, hier, schöner Kill von Linotox. Geht damit in Führung. Oh, und direkt oh, 40%. Startet oh, hier gut, und jetzt wieder ihn hier ab. Mit der Dose. Mewtwo natürlich auch sehr leicht. Ja, ja, ja. Stirbt hier relativ früh. Was ich meinte war, dass ich Duck Hunt auch bis heute noch nicht vollständig verstanden habe. Also er ist sehr komplex auch. Ja, auch also mit egal, der Dose. Wie oft du gegen Duck Hunt spielst, der schöner Roll Spieler an sich wird immer noch mehr Erfahrung mit ihm haben, als du gegen ihn. Außer du spielst nur gegen ihn. Definitiv. Und er nur gegen dich. So. Deswegen, also der hat einfach schon einiges. Oh, und jetzt wird's spannend hier. Wir sind im letzten Stock oh, und die Abwehr. Ja. Und die Abwehr ist es sogar schon. Wichtig. Stark zurückgekommen hier vom Beißel, definitiv. Aber das Match durch, doch auch ein Match auf Augenhöhe. Ja, würde ich auch sagen. Mit leichten Leads hier und da mal. Ja, anfangs. Aber stark mit dem Abwehr-Read hier am Ende. Ja, nee, die macht er sehr gut auf jeden Fall. Und damit geht er hier in Führung. Das ist natürlich jetzt auch auf Mindset-Ebene wichtig für ihn. Ja. Man darf auch nicht vergessen, ab dem dritten Platz gibt es, wird man reich beschenkt. Also jetzt nicht so reich bei 24 Leuten, aber doch, man kriegt was. Es gibt zumindest was. Ja. Und damit gehen wir in Match 2. Beißel geht hier in Führung, nachdem er das erste Set verloren hatte. Ja, genau. Oh. Das auch nochmal für die Zuschauer, das ist quasi das zweite Set, dass die beiden jetzt hier im Bracket spielen. Das erste hatte Linotox gewonnen, 3-2. Deswegen stark vorgelegt jetzt hier von Beißel. Also Seed Nummer 4 gegen Seed Nummer 5. Und das war eine gefährliche Abwehr. Nope. Oh, und da kam der Panic Air Dodge. Oh. Trifft oh, er die Dose? Mario Golf. Oh, und die Dose. Mario Golf. Ja, ja. Das macht er auch so unglaublich gut, ne? Ja, das ist so seine Go-To-Methode. Bisschen Mario oh, Golf. Jetzt hier. Ja, in mal die Mario Dose. Golf vielleicht? Nee, er lässt die Dose liegen. Vielleicht war die auch schon reflektiert. Dann ist sie relativ useless.
Okay, Linotox jetzt mit viel mehr kleinen Projektilen. Kriegt die Dose hier aber trotzdem ab. Das ist ganz interessant, wie die... Oh. Da hatte ich jetzt mit einer Dragdown-Abwehr gerechnet, ehrlich gesagt. Aber hier kommt die Abwehr und das war es noch nicht. Oh. Das wird es gewesen sein. Sehr schön erwischt, ziemlich weit oben. Das ist ganz interessant, wie sich die Taktik andauernd verändert in den Sets gegen Duckhand. Manchmal spammt man Reflektor, manchmal versucht man die ganz zu umgehen, manchmal schlägt man die Dose. Man kann ja auch selbst gut mit der spielen, aber es lohnt sich meistens nicht, wenn man weniger Erfahrung gegen Duckhand hat als der Spieler selbst, also deutlich. Interessant ist auch, wie sich die Dynamik natürlich des Matchups ändert, je nachdem, wer gerade in Lead geht. Linotox muss jetzt hier natürlich ein bisschen offensiver auch das Ganze angehen. Ja, aber also Beißel macht das sehr schön hier, aber das war eine Downer. Also hier nochmal Last Stock. Das sieht gerade sehr gut aus für Beißel und er kann richtig zumachen. Er braucht jetzt nur noch ein bisschen Damage. Beißel mit einem starken Lead, aber kann Linotox das ja eigentlich an sich sehr safe runterspielen. Aber kann er das auch wirklich? Linotox mit seinem Rushdown Mewtwo kann das auch sehr schnell wieder umdrehen. Da war und der driftet er raus. Ja, Linotox definitiv auch ein starker Spieler, was das Mindset angeht. Ja, würde ich auch sagen, auf jeden Fall. Spielt hier immer noch sehr kontrolliert. Und die Abwehr. Das 160. Also die willst du nicht wirklich reflektieren, weil er musste immer sehr, sehr spontan gucken, welcher das überhaupt ist und wann er schießt von den Gunmen. Das ist, kommt ja immer einer mit einem anderen Timing. Und das lohnt sich einfach nicht meistens. Oh. Und Linotox jetzt hier aber mit Rage auch. Gefährlich ist auch schon für Beißel in den Prozenten. Das war gerade sehr, sehr knapp. Da ist jetzt... Es ist quasi ein Hit von Duckhand und das war's für Linotox. Aber auch Linotox auf dem Rage. Ja, das ist voll Rage jetzt gerade. Und man merkt, er spielt jetzt gerade auch... Oh, da kommt der Rushdown. Und die Fair war's. Und das war's sogar mit 160% Rage. Crazy. Ärgerlich natürlich auch für Philipp hier, für Beißel. Ja, auf jeden Fall, aber... Aber stark. So ist das Game. Stark auch von Linotox hier. Nicht sich aus der Ruhe bringen lassen. Das ist nicht leicht. Schön dran geblieben. Das ist nicht leicht. Definitiv nicht leicht. Also nicht mit einem Mewtwo, weil da killt die Dose bei, was, 140 vielleicht? Und er hat 160. Bei 160% noch zurückzukommen. Ja. Starkes Stock, definitiv. Also die beiden schenken sich nichts hier. 1-1 jetzt. Die beiden Kontrahenten schenken sich nichts. Was war das? Pokémon Stadium 1? Ja, ich glaube Pokémon Stadium 1. Ja, 1-1. Sehr schön, genauso wie ich das von Beißel Sets auch gewohnt bin. Knappe Kiste, immer spannend. Definitiv. Es ist immer ein Augenschmaus, seinem Duckhand zuzuschauen. Heute ja leider Dafong nicht da. Dafong, falls du zusiehst. Grüße gehen raus. Aber ja, Linotox macht das ja auch sehr gut. Das Ganze spannend halten. Definitiv. Sowieso ein cooles Matchup. Zwei Chars, die man wirklich nicht allzu häufig sieht. Und zwei Chars, deren Spieler diese Chars auch wirklich beherrschen. Ja. Das ist immer schön, ne? Genau, also falls ihr gerade erst zuschaltet, die WOTS kommen online von der Top 8 und von allem, was on Stream war vielleicht auch, was weiß ich. Auf unserem YouTube-Channel, NEZ-Smash oder einfach nur NEZ-Smash. Und wir starten jetzt in das dritte Game hier. Bisher sieht es ganz gut aus für Beißel, der startet durch gerade. Schön Combo-Game auch rein startet direkt. Mit der Abwehr leider gerade nicht erwischt. Aber jetzt hier gegebenenfalls Linotox schon bei über 100%. Und das war's schon. Starkes Stock von Beißel. Unglaublich. Okay. Geht hier mit fast einem vollen Stock in Lead. So, jetzt mal gucken. Jetzt bin ich gespannt. Es könnte sein, dass er jetzt... Oh mein Gott, der macht einfach weiter, ne? Und er macht einfach weiter. Er deletet die Stocks gerade. Vielleicht hat er das gerade gebraucht, diesen ärgerlichen... Los jetzt gerade nochmal und der... Oh mein Gott, was... Der F-Smash! Mein Gott, was sind das hier für Stocks von Beißel? Ich weiß nicht, ob ihr Kolosse geguckt habt, aber immer wenn es 3-Stock gab, dann gab es so eine schöne Sequenz. Oh! Von einem 3-Stock würde ich jetzt mal aber auch noch nicht ausgehen. Noch nicht, aber ich meine, ne? Linotox bemüht sich hier auch. Hier gerade. Auf jeden Fall sehr stark vorgelegt vom Beißel hier. Unglaublich, nachdem er das letzte Match knapp verloren hat, startet er hier nochmal ganz anders rein irgendwie. Krass.
Und wirklich die viel aggressiver gefühlt auch als das letzte Match. Oh. Und scheint hier Linotox wortwörtlich zu überrennen. Ja, und das, obwohl das ein, naja, ein Charakter ist, der Leute überrennt. Aber Linotox. Also hier Mewtwo jetzt. Macht sich hier derzeit noch ganz gut, aber hat irrsinnig viel jetzt hier natürlich aufzuholen. Ja. Und das wird es aber gewesen sein. Okay. Oh, das killt ja schon sehr früh, okay. 120. Aber jetzt auch schon bei über 100%. Oh, aber er macht hier direkt weiter, genau wie Bison eben gerade. Und oh, das wäre fast die Dare gewesen jetzt hier mit dem Sweet Spot, hätte sie natürlich gespiked. Oh, die Dose, ne? Das ist halt crazy. Konnte ihn nicht mal mit dem F-Tilt da einfach punishen. Oh, crazy Nair. Linotox aber doch auch ganz gut nochmal aufgeholt hier. Auf jeden Fall, könnte mit einem Early Kill jetzt gegebenenfalls auch nochmal zurückkommen. Das hat er gerade auch bei über 100% noch geschafft, als Bison noch auf 0 war. Er darf aber jetzt auch nicht viel mehr Prozent kriegen, obwohl... Oh, und die Up-Air? Ja. Mhm. Ja, auch von der Höhe, auch mit Stage. Okay, Beißel geht hier 2-1 in Führung. Stark von Beißel, wirklich. Also dieses dritte Game, wie das gestartet ist, allein schon. Was glaubst du, wird das hier ein 3-2? Gewinnt das hier jemand 3-2? Also, ich habe das Gefühl, dass Beißel jetzt in dem letzten Match wirklich nochmal anders gespielt hat als zuvor. Ja. Und dadurch... also viel aggressiver gespielt hat und Linotox quasi überrannt hat. Es ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie Linotox daran adaptet. Ja. Das kann auch sein. Genau, er hat ja das zwei Stocks praktisch komplett durchgezogen, einfach nur raufgehauen. Aber dann im letzten Stock hat sich das Blatt dann wieder gewendet. Und da fragt man sich natürlich, wie das jetzt nach diesem Reset, also... Genau so ist es. Deswegen, das geendet hat. Das kann auch sehr spannend bleiben jetzt auf jeden Fall. Linotox hat zum Ende des letzten Matches eben gut adaptet, wie du auch sagst. Und wenn er jetzt so in das Match auch einsteigt, dann kann das sehr spannend werden hier. So, wir gehen hier in Game Nummer 4. Kann Linotox das hier nochmal aufholen? Und das sieht schon mal ganz anders aus auf einmal. Linotox startet hier auf jeden Fall mit einer kleinen Combo. Aber der Read... Oh, die Dose war... Ah, okay, die Dose war reflektiert, deswegen konnte er sie nicht mehr bewegen. Auch die Disc reflektiert. Oh. Linotox ist sehr viel mehr mit dem Reflektor hier am Arbeiten. Funktioniert bisher auch gut. Und der Gunman. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wo wir vorher gespielt haben. Also ich meine, davor war es auch schon Pokémon Stadium, richtig? Ich bin hier die ganze Zeit Pokémon Stadium. Ja, wir waren eben auch auf Pokémon Stadium. Oh. Das erste Match war vielleicht Battlefield, da bin ich mir nicht sicher. PS2. Das ist Sinja, ne? Die Sinja-Musik, die ist cool. Oh, da erwischte ihn. Da hat er und da geht er hier ein Lied. Mhm. Okay, wichtig. Wichtig hier für Linotox. Definitiv. Jetzt kann er ein bisschen vom Gaspedal gehen. Oder vielleicht will er das ja auch gar nicht. Vielleicht will er einfach weiter Rushdown. Aber solange die Dose hier im Weg ist, ist das immer risky, risky. Da ist die Dose. Oh, 133%. Also gleich killt auch eine Dose wieder. Also beißt hier in dem Match doch auch etwas reservierter als zuvor. Ja, er versucht so aber alles abzudecken, aber manchmal ist es so, dass es dann nicht klappt und... Und die Dose, schön die Eid von Linotox. Ja, wirklich gut die Eid. Oh, und mit dem Last Hit von der Nair hat ihn noch erwischt. Und die Abwehr und das war's. Das sah cool aus. Da wollte er sogar die Dose noch mit reinbringen zu Style-Gründen. Ich glaube, die Abwehr selber hätte auch gereicht. Ja, auf jeden Fall. Oh. Oh, und die Conversion. Schön, okay, und so schon ist es so gut wie even. Und es ist even. Ja, Alter. Und da hat er sogar wieder aufgeholt. Das ist halt so das Ding, ne? Man muss wirklich wissen, was man gegen die Frisbee macht. Es ist dieses Damage. Unglaublich. Und die Abwehr und das war's. Was ein Combo. Wow. Und Beißel legt hier wieder vor. Und geht sogar in Lead. Das ging so schnell. Das ist unglaublich, wirklich. Aber auch wirklich ein Early Kill jetzt wieder. Und hier macht er weiter. Der Air Dodge Read. Aggressiver Duckhand. Und die Fair hat nicht gekillt durch die Dose. Ja. Das macht er auch sehr gut, das macht er auch sehr bewusst. Hm. Ja, generell, also Duckhand hat nicht nur diese eine Option, was rauszuholen. Die Dose und der F-Smash. Und das war's. Ja. Wow. Ja, er hat den Reflektor halt, ne? Also das ist so das Ding, wenn man so eine Sache reflektieren will und dann Duckhand mit seinem F-Smash rauskommt, der irgendwie super viel Range hat, das ist halt...